Pflanzen. Das nennt sich Halbsavonett. Also Half Hunter auf Englisch. Hunter, Full Hunter, weil es geschlossen ist, das Deckelchen hier. Und hier wurde das Deckelchen geöffnet mit einem eigentlich Glas versehen. Und hier konnte man die Zeit ablesen, ohne die Uhr zu öffnen. Das war der Clou eines Half Hunters. Ich kann da noch viel mehr zu erzählen, aber Sie sehen hier am Rande, dass der Knopf sehr abgerieben ist. Die Engländer, wollte ich nur sagen, haben die Uhren wirklich gebraucht. Selbst wenn die teuer waren, die haben die Uhren verwendet. Der Deutsche hat die Uhr gekauft, auch deutscher Bankdirektor oder sonst was hat die Uhr gekauft, ins Futteral gelegt, in Tresor und Weihnachten rausgeholt und seinen Freunden gezeigt. Die Uhren in Deutschland sind immer perfekt erhalten, während die englischen Uhren getragen wurden. Es ist zum Teil auch so ein Ding, das mich mit sehr viel Freude immer wieder erfüllt hat, aber wo ich anderen auch etwas mitgeben kann. Und daher habe ich dann für Uhrmacher dann auch Vorträge gehalten über die Geschichte amerikanischer und englischer Taschenuhren. Und daher, sagen wir mal, kann man schon sagen, ist ein bisschen mehr als ein Hobby. Sonst würde sich ein Uhrmacher so eine Geschichte ja nicht anhören, wenn ich das nicht wüsste und könnte. Das kam dadurch, dass ich von meinem Onkel, als ich 16 Jahre alt war, eine Taschenuhr geschenkt bekam. Eine russische Molnia-Taschenuhr. Das fand ich einfach interessant. Und weil ich so als Jugendlicher, weiß ich nicht, nicht der Punker oder Popper oder sonst was war und mit irgendwelchen anderen Sachen glänzen konnte, glänzte ich mit dieser Taschenuhr, die dann zu meinem so Art Markenzeichen von mir wurde, weil ich was anderes hatte als die anderen. Das ist ja, als Jugendlicher will man sich ja irgendwie absetzen. Und das führte sich dann weiter in meinem Studium, dass ich dann eine teure Taschenuhr bei einem Händler angeboten sah, in einem Schaufenster. Und aus einem, ich will das jetzt abkürzen, irgendeinem blöden Anfall heraus tatsächlich dieses Ding gekauft habe, als eine goldene Taschenuhr, als Student. Und die hat 1500 Mark gekostet. Und das war für einen Studenten ordentlich Geld in den 80er Jahren. Jedenfalls ist das schon viel Geld gewesen. Dass ich Angst hatte, was falsch gemacht zu haben, habe ich mich dann über Uhren weiter informiert. Und dann lernte man Leute kennen aus diesen Uhrenkreisen. Das war auch sehr interessant. Wir sind auf Auktionen gefahren. Das war immer sehr schön. Dadurch, dass Sie dadurch Menschen ins Gespräch bringen können, das kann ich sagen. Ich konnte immer wieder Uhren an Menschen analysieren, obwohl es Armbanduhren sind. Auch da habe ich so ein bisschen, aber da bin ich nicht der Experte, um Gottes Willen. Da gibt es ganz andere Leute, aber ich kann zumindest so ein bisschen sagen, was die Leute für Uhren an den Handgelenken tragen und dann kam sie einen guten Einstieg und zum Teil manche reagieren auf dieses Thema, manche nicht. Also das hat mir schon viele interessante Begegnungen eingebracht, aber auch insgesamt dieses Thema, die Zeit auch, die immer letztendlich nicht in unseren Händen ist, deren Messung wir irgendwie hinterherlaufen. Wir versuchen sie zu messen, schaffen es aber nicht perfekt. Keine von dieser Uhren ist perfekt. Auch die Atomuhr ist nicht perfekt in dem Sinne. Aber dennoch erzählt sie uns auch von etwas Größerem, als dass wir selber sind. Und das zeigt sich beispielsweise bei den ganz alten Uhren im 16. Jahrhundert. Die hatten immer, fast immer irgendeine astronomische Funktion dabei. Tag, nicht Monat, natürlich Tag, Monat, Datum, aber auch oftmals eine Mondphase oder so, selbst bestimmte Sternzeichen und so haben die angezeigt. Diese ganz alten Dinger. Die gingen nicht genau, aber die hatten eine astronomische Anzeige. Das ist also schon ganz interessant. Und das zeigt sich eben darin, dass die Menschen in der damaligen Zeit, sagen wir mal vor 1600 etwa, in der Uhr immer ein Abbild des geordneten Kosmos Gottes sahen. Das sehen Sie an den Kathedraluhren. Das ist ein Abbild des Kosmos, wie Gott ihn nach Zahl, Maß und Jahr geordnet hat.